Hi, ich bin Colton, der freundliche Geek von nebenan. Und vor Jahren habe ich das getan, wovon jeder Geek träumt. Ich habe das hübscheste Mädchen der Welt geheiratet. Ich weiß, ihr wollt wissen, wie ich das geschafft habe. Naja, es geschah alles an einem Nachmittag. Als ich ihr den Ring an den Finger steckte, sah ich, wie sich Haleys Gesicht aufhellte. Ich liebte ihr Lächeln so sehr, dass ich sie den ganzen Tag beobachten könnte. Ich steckte mir auch einen Ring an den Finger und lächelte. Wir sind jetzt verheiratet. Haley lachte und ich konnte sie nur anstarren. Obwohl ich erst 7 Jahre alt war, war ich total in sie verknallt und wusste, dass ich sie eines Tages wirklich heiraten würde. Wir lutschten fröhlich an unseren Lutscherringen, aber in diesem Moment hörte Haley auf zu lächeln und versteckte ihre Hand hinter ihrem Rücken. Plötzlich kniff mich jemand ins Ohr und zerrte mich in mein Haus. Was glaubst du, was du mit meiner Tochter machst? Haleys Mutter mochte mich wirklich nicht, obwohl wir Nachbarn waren. Sie nannte mich immer einen armen Jungen, nur weil sie ein besseres Auto fuhren als meine Familie. Haley, wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht mit diesem armen Jungen spielen sollst? Mama, lass ihn in Ruhe. Mami, Daddy. Meine Eltern hörten den Aufruhr und kamen heraus. Als meine Mutter sah, wie Mrs. Smith mich misshandelte, schubste sie sie so heftig, dass Mrs. Smith auf den Rücken fiel. Halten Sie Cody von meiner Tochter fern. Sie wird bald ein reiches, berühmtes Model sein und sie kann nicht mit solchen Verlierern herumhängen. Mein Sohn ist kein Verlierer, sondern Sie, Mrs. Smith. Sie sind nur eine materialistische Frau auf niedrigem Niveau. Erbärmlich. Nach diesem Tag ließ Haleys Mutter sie nie wieder mit mir zusammen sein. Im Laufe der Jahre wurde sie immer hübscher, während ich der dürre Streber mit einem schrecklichen Sinn für Mode wurde. Als wir in der Highschool waren, war ich unerträglich in sie verknallt und so beschloss ich eines Tages in der 9. Klasse, sie nach einem Date zu fragen. Nachdem ich Blumen besorgt und eine schöne Rede geschrieben hatte, wartete ich, bis sich alle in der Klasse beruhigt hatten. Dann ging ich auf Haley zu und kniete mich hin. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, meine Liebe zu dir ist wahr, so wie der Himmel blau. Okay, vielleicht nicht die beste Rede, aber Google hatte mir versichert, dass es funktionieren würde. Unsere Hochzeit mag gefälscht gewesen sein an diesem Tag unter dem Baum, aber meine Liebe war immer echt. Du bist so erbärmlich, wie kannst du nur denken, dass Haley Zeit für jemanden wie dich hat? Haley ist eine Nummer zu groß für dich, Cody. Gib doch endlich auf. Colton, mein Name ist Colton. Colton, das ist süß, aber du musst aufhören. Du weißt, dass ich mich mit Hiro treffe. Ernsthaft, Alter? Geh und gib diese Blumen deiner Oma oder so. Naja, wenigstens hat meine Oma mehr Verstand als du. Was hast du gesagt? Lass ihn in Ruhe, Hiro. Hiro war der Freund von Haley. Er war der Karatemeister der Schule, aber wenn es darum ging, seine Prüfungen zu bestehen, versagte er kläglich und schrieb am Ende von mir ab. Hast du Angst vor dem Wettbewerb, Hiro? Wie oft hast du Haley schon Blumen besorgt? Ich schätze 0, genau wie die Punktzahl in deinen Mathe-Tests. Du fängst wirklich an, mich zu irritieren. Hiro schnappte sich die Blumen und warf sie in den Müll. So ein Idiot. Aber ich konnte nichts tun. Er hatte Muskeln über seinen Muskeln, sodass ein Schlag auf ihn nur meine Hand verletzen würde. Es tut mir leid, Colton. Bitte hör auf, es zu versuchen. Ich werde nicht aufgeben. Du wirst schon sehen. Ein paar Tage nach meinem Liebesgeständnis zu Haley hörte ich Geräusche aus ihrem Haus und als ich durch das Fenster schaute, sah ich ihre Freunde am Pool rumhängen. In diesem Moment hörte ich ein Klopfen an der Tür und als ich die Tür öffnete, stolperte ich fast, als ich sah, wer es war. Haley, warum bist du hier? Es tut mir leid, was neulich passiert ist. Schon gut, ich werde immer für dich da sein. Das ist süß, Colton. Wie auch immer, ein paar von uns hängen am Pool ab. Willst du dich uns anschließen? Ich? Da? Ja, du. Man sieht sich. Nachdem sie gegangen war, eilte ich in das Zimmer meiner Eltern und plünderte den Schrank meines Vaters. Ich zog sein Lieblingshemd an und tränkte mich mit seinem Parfum. Ich hatte ein Mädchen zu beeindrucken, also stellte ich mich vor den Spiegel und übte meinen Auftritt auf der Party. Hallo, bist du Google? Dann hast du alles, wonach ich suche. Das war ein guter Witz, oder? Und wenn das nicht geklappt hätte, war der nächste eine sichere Sache. Ich hoffe, du kennst CPR, denn du hast mir den Atem geraubt. Zu der Zeit fühlte ich mich absolut fantastisch. Aber sobald ich zur Party kam, sah ich Haley und ging auf sie zu, aber Hiro stand da und versperrte mir den Weg. Was ist das für ein Geruch? Hast du in Eau de Cologne gebadet, Bruder? Bevor ich ihm antworten konnte, hob er einen Wasserballon auf und warf ihn nach mir. Du musst dir diesen Geruch abwaschen, bevor du uns allen schlimme Kopfschmerzen verursachst. Vielleicht sollte ich dich einfach in den Pool werfen. Als Hiro anfing, auf mich zuzugehen, wusste ich, dass ich etwas tun musste.
Also hob ich eine große Schüssel mit Punsch auf und warf sie ihm über den Kopf. Und dann stürzte Haley plötzlich zu ihm. Hey, warum hast du das getan? Ich konnte es nicht glauben. Wie konnte sie nicht sauer auf ihn sein? Er hat angefangen. Ich bedauere, dich zu meiner Party eingeladen zu haben. Ja, sie hat dich nur eingeladen, weil sie Mitleid mit dir hatte. Wow, so viel zu dem Gedanken, dass Haley tatsächlich etwas für mich übrig hat. Ich brauche niemanden, der mich bemitleidet. Genieß deine blöde Party, Haley. Nach der Party habe ich mir geschworen, aufzuhören, Haley zu beeindrucken und mich auf meine wissenschaftlichen Projekte zu konzentrieren. Als es dann Zeit für die jährliche Talentshow der Schule war, hatte ich die perfekte Idee. Ich wollte Eiscreme selbst machen. Kuppel, was machst du überhaupt? Tatsächlich mache ich Eiscreme. Hast du Eiscreme gesagt? Lecker. Klar, du kannst etwas davon haben. Ich auch. Ehe ich mich versah, war ich umgeben von Mädchen. Wer lacht jetzt, Hiro? Während ich die ganze Aufmerksamkeit genoss, änderte sich das Licht auf der Laufstegbühne in Pink um und Haley hatte ihren Auftritt. Es war schwer nicht hinzusehen und ich musste zugeben, sie sah so wunderschön aus. Ich riss mich zusammen und verteilte wieder Eiscreme, bis ich Haley schreien hörte und sah, wie sie auf dem Laufsteg hinfiel. Sekunden später war Hiro an ihrer Seite und war der perfekte Freund. Wer will eine neue Geschmacksrichtung probieren? Als die Wochen vergingen, verblasste mein neu gewonnener Ruhm und ich wurde wieder unsichtbar, bis ich eines Tages versehentlich in den Karateunterricht kam und sobald Hiro mich sah, grinste er. Kumpel, hast du dich verlaufen? Die Verliererecke ist da lang. Er dachte, er wäre so schlau, aber ich habe beschlossen, mich mit ihm anzulegen. Ich bin nicht verloren, ich bin hier, um Karate zu lernen. Du meinst, du bist hier, um zu versuchen, Haley zu beeindrucken? Nicht alles dreht sich um Haley. Das ist nicht der richtige Ort für dich, Colton. Es ist nicht an dir, das zu entscheiden. Okay, das reicht jetzt. Colton, willkommen in der Klasse. Wenn du es ernst meinst, leg deine Bücher weg, komm auf die Matte und zeig uns, was du drauf hast. Ich wusste, ich bin gerade direkt in die Höhle des Löwen gelaufen, aber ich konnte auf keinen Fall einen Rückzieher machen, sonst würde Hiro mich auslachen. Ich hatte keine Ahnung, was er von mir wollte. Als ich auf der Matte stand, schloss ich meine Augen und erinnerte mich an die Bewegungen, die ich im Film Karate Kid gesehen hatte. Ja! Zeit, aus deiner Trance zu erwachen, Colton. Das war beeindruckend. Jetzt ist es Zeit zu üben. Keisha, du bist dran. Sobald ich Keishas Namen hörte, wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Keisha war die weibliche Version von Hiro. Sie war die weibliche Karatemeisterin und Haleys beste Freundin. Ohne Vorwarnung stand Keisha auf und fegte mich buchstäblich von meinen Füßen und ich landete auf meinem Hintern. Auszeit! Auszeit! Mein Rücken tut weh. Autsch! Das war eine schlechte Idee. Du hattest recht, ich hatte mich verlaufen. Ich war auf dem Weg zur Bibliothek. Ich bin vielleicht nicht so gut in Karate, aber ich bin schlau und damit habe ich kein Problem. Als ich humpelnd aus der Turnhalle ging, holte Keisha mich ein. Bist du jetzt hier, um mich zu erledigen? Entspann dich, Heususe, ich will nur reden. Genau, dann rede. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Unhöflich. Jedenfalls hat mir gefallen, was du gerade zu Hiro gesagt hast. Du bist schlauer als er und er hasst es. Lass dich niemals von ihm unterkriegen. Ich war fassungslos. Keisha hat mich immer behandelt, als ob ich unsichtbar wäre. Danke? Schau, wir müssen uns nicht mögen. Ich riskiere sogar meinen Ruf, wenn ich so mit dir rede. Aber ich möchte dir helfen. Wobei helfen? Mit Haley. Ich kann dir helfen, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Nein, danke. Ich bin jetzt über sie hinweg. Stell dir vor, in nur ein paar Wochen kannst du genauso schön sein wie Hiro. Dann bist du schön und hast Köpfchen. Ehrlich gesagt, es war, als könnte ich Haley nicht entkommen, egal wie sehr ich es versuchte. Ich würde auf andere Weise an mir arbeiten. Karate war es nicht. Außerdem, warum war Keisha auf einmal so nett? Was ist für dich drin? Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Du hattest bei Haley sowieso keine Chance gehabt. Keisha stürmt davon und ließ mich verwirrt zurück. In der einen Minute war sie nett, in der nächsten Minute war sie wie ein Wirbelsturm. Was sollte das denn? Ein paar Stunden später ging ich von der Schule nach Hause, als ich Hiros Auto am Straßenrand parken sah. Als ich näher an das Auto kam, bemerkte ich, dass er ein Mädchen bei sich hatte und er küsste sie. Ah, typisch mein Glück. Ich weiß, ich sagte, ich bin über Haley hinweg, aber das heißt nicht, dass ich sehen will, dass sie ihn küsst. Ich wollte gerade weggehen, als etwas meine Aufmerksamkeit erregte. Das Mädchen im Auto war nicht Haley, es war Keisha. Hallo, ihr Turteltäubchen. Colton, bitte sag das Haley nicht. Ich dachte, sie wäre deine beste Freundin. Jetzt ergab alles einen Sinn. Das war der Grund, warum Keisha so entschlossen war, mir mit Haley zu helfen. Sie wollte sie aus dem Weg schaffen. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Genau, und als nächstes wirst du mir sagen, dass der Himmel nicht blau ist. Und du? Hast du nichts zu sagen? Das geht dich nichts an.
Du hältst besser deinen Mund, sonst schlage ich dir die Zähne aus. Er hatte irgendwie recht, es ging mich wirklich nichts an. Außerdem liebte ich meine Zähne, also wandte ich mich zum Gehen, aber in diesem Moment fuhr Haley vorbei und hielt an, als sie uns sah. Hey, Mädchen, ich dachte, du wärst schon zu Hause. Wow, sie war so falsch. Konnte Haley diese ganze Schauspielerei nicht durchschauen? Was macht ihr denn hier? Nichts, Babe. Wir haben nur eine kleine Unterhaltung mit Colton. Eigentlich sind sie... Babe, glaub nichts von dem, was Colton sagt. Er hat nichts gesehen. Du Dummkopf, er hat ihr nichts gesagt, aber du hättest es tun können. Was ist denn hier los? Ich hatte es satt, diese beiden Verräter zu decken. Ich war vielleicht über Haley hinweg, aber sie hat es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Ich habe sie gerade beim Küssen erwischt. Was? Ehrlich gesagt, Haley, ich verstehe nicht, wie du dich mit solchen Schwindlern umgeben kannst. Was hast du gesagt? Ich werde dir eine Lektion erteilen. Das war die einzige Warnung, die ich bekam, bevor er einen fliegenden Tritt auf mich richtete. Aber Haley sprang vor mich und der Tritt landete direkt in ihrem Gesicht. Oh nein, es tut mir so leid, Haley. Das habe ich nicht gewollt. Fass mich nicht an. Ihr solltet euch beide schämen. Haley ist eine Woche lang nicht in der Schule aufgetaucht und als sie dann kam, war ihre Mutter bei ihr. Als Hiro sah, wie zerschlagen ihr Gesicht war, wollte er mit ihr reden, aber ihre Mutter schob ihn weg. Du darfst nicht in die Nähe meiner Tochter. Weißt du, wie viel Geld wir verlieren, während wir warten, bis ihr Gesicht verheilt ist? Haley tat mir wirklich leid, aber ich konnte nichts tun, also habe ich mich in Büchern vergraben und die meiste Zeit in der Bibliothek verbracht. Ich wollte etwas aus mir machen. Ich hielt mich schließlich von Haley fern und als ich die Schule abgeschlossen hatte, zog ich in die Stadt und wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann und besaß einen eigenen Coffeeshop. Eines Tages, als ich in einem Restaurant saß und durch mein Handy scrollte, stolperte eine Frau, die eine Kaffeekanne trug, und landete auf meinem Schoß. Die Kanne landete auf meinen Füßen und spritzte Kaffee auf meine Schuhe. Hey, pass doch auf! Es tut mir so leid, Mister. Ich wollte sie gerade ausschimpfen, als mir klar wurde, wer es war. Haley? Colton? Wow, du siehst anders aus. Nicht mehr streberhaft und dürr? Ich habe nie gedacht, dass du ein Streber und dürr bist. Außerdem ist es nicht schlimm, eines von beidem zu sein. War es dann das Eau de Cologne? Das gehörte übrigens meinem Dad. Mit dir war alles in Ordnung, Colton. Ich mochte dich eigentlich, aber Mom wollte, dass ich mit Hiro ausgehe, weil sein Vater ein berühmter Modelagent war. Von all den Dingen, die ich von ihr erwartet hatte, gehörte das nicht dazu. Wie bitte? Das ist doch Wahnsinn. Als ich sie anstarrte, griff sie nach einer Halskette, zog sie unter ihrer Bluse hervor und enthüllte einen Lutscherring. Das kann nicht sein. Kannst du dich daran erinnern? Wie könnte ich das nicht? Ist das derselbe, den ich dir gegeben habe, als wir Kinder waren? Ja, ich habe ihn die ganze Zeit aufbewahrt. Ich war fassungslos. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Haley ignoriert mich, weil ich ein Streber bin, aber es stellte sich heraus, dass sie nur Angst vor ihrer kontrollierenden Mutter hatte. Haley, ich... In diesem Moment kam die Frau, die ich in diesem Moment am meisten hasste, herein und kam direkt auf uns zu. Hi, Hales, hast du $100, die ich mir leihen könnte? Oh, und ich habe gerade dieses schicke Auto draußen gesehen. Und wer ist dieser gutaussehende Gentleman? Mama, du erkennst Colton wirklich nicht? Sie kam herein und blinzelte so nah an mein Gesicht, dass ich ihren Atem spüren konnte. Cody? Colton. Sein Name ist Colton, Mama. Und das schicke Auto da draußen, das ist seins. Ich habe noch nie jemanden gesehen, dessen Gesicht schneller aufgehellt ist als das von Mrs. Smith an diesem Tag. Plötzlich hatte ich eine Idee. Hey, Mrs. Smith, Sie sagten, Sie brauchen $100, richtig? Ja, genau, das tue ich tatsächlich. Es gibt da dieses wirklich süße Kleid im Einkaufszentrum und ich muss es einfach haben. Nicht so schnell. Ich gebe es Ihnen nur, wenn Sie zustimmen, Haleys Schicht zu übernehmen, damit Sie und ich in meinem schicken Auto fahren können. Oh, aber... Nehmen Sie es oder lassen Sie es? Na schön, ich werde es tun. Und wohin fahren wir? Ich weiß genau, wohin. Als Haley und ich aus dem Café gingen, dachte ich daran, sie in ein schickes Restaurant zu bringen. Aber ich entschied mich, sie stattdessen zu unserem Baum zu bringen. Und? Wie ist es dir ergangen? Warum arbeitest du im Coffeeshop? Sobald ich die letzte Frage gestellt hatte, habe ich es bereut. Es tut mir leid. Ich wollte nicht... Ist schon okay. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dort landen würde. Und was ist passiert? Ich habe mit dem Modeln aufgehört, weil es zu viel Druck von meiner Mutter war. Ich wollte aufs College gehen, um von ihr wegzukommen, aber ich fand heraus, dass sie unsere Ersparnisse verprasst hat. Also bin ich hier. Schlimmer noch, wir könnten unser Haus wegen ihrer lächerlichen Ausgaben verlieren. Wieder einmal war ich voller Wut auf Haleys Mutter. Ernsthaft, was für eine Mutter tut so etwas? Es tut mir so leid, Haley. Sag mir, wie ich helfen kann. Als ich Haley zuhörte,
traf ich eine Entscheidung, ihr zu helfen, aufs College zu gehen und ihr Haus zu behalten. Ich war wütend auf ihre Mutter, aber wenn ich mich weigerte zu helfen, würde auch Haley leiden. Du musst nicht für die Fehler deiner Mutter bezahlen. Ich sorge dafür, dass du aufs College gehst und dein Haus behältst. Als Haley mich umarmte, griff ich zum Baum und entfernte ein Stück Baumrinde und da kam mein Ring zum Vorschein. Ich habe ihn dort vor Jahren versteckt, als ich beschloss, nicht mehr zu versuchen, Haley für mich zu gewinnen. Oh mein Gott, du hast deinen auch behalten? Ja, wie wäre es, wenn wir sie jetzt wieder anziehen? Warte, heißt das, wir sind wieder verheiratet? Was glaubst du, was ich sonst gemeint habe?